Hey meine Lieben, ja, heute wollte ich das erste Mal einen Vlog drehen und zwar bin ich gerade bei meiner Mutti. Ich habe gerade schon gefrühstückt, da habe ich euch nicht mitgenommen und ich sehe immer noch leicht zerstört aus. Aber ignorieren wir das einfach. Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin und werde ihre Haare färben. Mal sehen, ob ich das versaue oder nicht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass ich nur mit meinem Handy filme. Wenn nicht, kann ich in Zukunft auch mit so einer kleinen Kamera filmen. Aber ich wollte erstmal gucken, wie die Vlogs so ankommen. Und ja, wie gesagt, dann gehe ich jetzt mal zu DM und dann kaufen wir ein bisschen Haarfarbe. Und dann sehen wir mal, was ich mit meiner Freundin veranstalte oder verunstalte. Und ja, dann wollten wir, glaube ich, noch ein bisschen Yoga machen und heute Abend geht es noch ins Fitnessstudio, dann gehe ich noch einkaufen mit meiner Mutti und ja. Wir haben ein bisschen sichtbarer gewesen, dass es rausgeschnitten ist, Geld ist. Dann hätten wir weniger der Umwelt geschadet. Das stimmt, ja. Die Leute jammern, was hier an Geld rausgeschnitten ist, woanders so verhungern Leute, weil wir so leben, wie wir leben. Der Rest der Welt nimmt wieder Beispiele. Wie gesagt, das geht nicht, da brauchen wir drei Erden. Das musst du erleben, wenn das Grenz richtig klein ist. Der Trab ist nur vorübergehend, der Idiot. Gott sei Dank ist er unter Beobachtung. Er könnte die ganze Welt anzünden. Ich bin selber auch zugeschrankt, aber das ist doch ein schlimmeres Muster. Weil, ja, alles gut. Ja. Hast du den gefilmt? Ein bisschen. So, welche Farbe willst du nehmen? Die hier. Die sieht doch schön aus. Hier? So hell? Nee, war. Nee, also ich nehme für meine Mutti. Seht ihr, das wollte ich euch auch mal erzählen. Meine Mutti hat richtig schöne Haare. Ich nehme für meine Mutti immer diese. Die nehme ich für meine Mutti und meine Mutti hat von Natur aus braune, also dunkelbraune Haare. Ja. So, also ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört hattet. Ich habe das kurz aufgenommen. Jedenfalls war da ein Typ und der hat mich angesprochen. So von wegen, die Sonne scheint nicht und die Sonne wird auch nicht scheinen und so weiter. Und dass der November ziemlich, was hat er gesagt? Ziemlich warm war. Und dann meinte er, aber, ach so, ich bin auch psychisch krank. Und dann hat er gesagt, Sie sind ja noch ziemlich jung und Sie werden das live miterleben, wenn Sie vor dem Lindenbaum das Trauerlied singen müssen. Und ich dachte mir so, alles klar. Und ja, und aber er hat was Gutes gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass er das scheiße fand, dass alle so, ja, so konsummäßig, Silvester, einfach die Umwelt verschmutzt haben. Das war kein Satz, aber egal. Und ja, jedenfalls, genau in dem Moment ist dann noch eine Krankenschwester gekommen, die mich in Finsterwalde betreut hatte. Und das war schon wieder richtig fail. Und ja, naja, Gott sei Dank ist dann my friend vorbeigekommen und hat mich gerettet. Aber das war echt unangenehm. So, wir haben jetzt ein bisschen Yoga gemacht und hi, da bin ich. Vicky hat voll viel Nagellack und sowas. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade Yoga gemacht. Ich habe das nicht gefilmt, weil das, glaube ich, nicht so spannend gewesen wäre. Ja, das war das erste Mal, dass ich Yoga gemacht habe. Und ja, wie soll man sagen, ich bin ein Naturtalent. Jedenfalls färben wir jetzt die Haare. Ich habe da schon ein paar Folien vorbereitet. Und ja, sie möchte das so ein bisschen ombre-mäßig. Eigentlich ist das schon fast Balayage. Also halt höher, also bis hierhin ungefähr so, dass das ein bisschen schön verläuft, halt ein bisschen heller und ja, mal sehen, ob ich das hinkriege. Was denkst du? Klar, auf jeden Fall. Naja, mal sehen. So, also ich bin jetzt fertig und jetzt muss es einwirken. Und hast du immer noch Zuversicht? Ja, tatsächlich immer noch. Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen höher gemacht, als ich wollte, aber naja, der Master ist... Hat, nee, was würde ich sagen? Egal. Sieht auf jeden Fall süß aus. So, jetzt warten wir. Und mir wird schwindelig, wenn ich das mache. Ja, und ich sehe immer noch aus wie ein Chihuahua. Chihuahua? Aber, ja.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ach so, ich wollte sagen, es wird schon heller. Aber wie gesagt, ich garantiere für nichts. Und hier ist das Licht gut. Ja. Ach so, ich habe euch bei Instagram schon gefragt. Also ich habe von dem Kurzfilm gedreht. Und ja, ich wollte wissen, ob ihr den sehen wollt oder nicht. Weil wenn nicht, drehe ich nochmal einen neuen. Und ja, schreibt mir das in die Kommentare. Und dann zeige ich euch gleich, wie Vickys Haare aussehen. So. Vicky wäscht sich gerade die Haare aus und jetzt sitze ich hier und warte und ich bin sehr gespannt, wie es geworden ist, aber man hat noch nicht viel Veränderung gesehen. Und ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesem Vlog. Aber naja, und ich muss euch Vickys Leckeres essen. Ja. Ja. Jedenfalls gehe ich dann gleich zu Mutti und dann werde ich auch was essen. Und ja. Die Dosti. Mir gefällt sie. Ja? Nee, gar nicht aussehen. Warte, jetzt sieht man es nicht. Deine Haare sind drin. So, das sind jetzt. Das ist das fertige Ergebnis. Okay. Irgendwie vergesse ich die ganze Zeit zu filmen, aber ich habe gerade Mittag gegessen. Ich bin jetzt wieder bei Mutti und ich sehe immer noch aus wie ein Chihuahua. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Chihuahua schon gesagt habe. Und ja, jetzt liege ich hier mit Kitty und mit Cassie. Cassie! Und ja, dann gehen wir jetzt gleich einkaufen und ich glaube, das ist alles nicht so spannend. Aber ihr wolltet einen Vlog, ihr bekommt einen Vlog und ja. Und Mutti, was machen wir jetzt? Einkaufen. Na dann mal los. Mutti, du musst mir jetzt mal sagen, warum der Brokkoli eingepackt ist in Plastik. Keine Ahnung. Verstehst du das? Nee, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht, dass es jetzt kein normales Toastbrot gibt. Ich habe ein Hühnchen auf. Ich stelle das ins Internet. Bist du verscheuert? Aber ich finde die eine Perücke hier ziemlich cool. Und dann setzt die hier. So hier auf. Sieht ja noch bescheuerter. Nee, ich finde die hier cool. Ich liebe ja Perücken, aber. Oder hier so ein Kleid. Oder hier so eine schöne Brille. Oder sowas. Ein Bienchen. Oh Gott, der Typ tut mir leid. Ich wette, der hat keine Modelaufträge bekommen, deswegen muss er für sowas modeln. Ja. Nee. Oh je. Oder hier so ein Schnapskettchen. Nee. Ja, und dann habe ich vergessen, eine Aufnahme zu machen, aber jedenfalls war ich da im Fitnessstudio. Wenn ihr sehen wollt, was ich da mache, dann stoppt einfach mal die Karte, die ich euch gezeigt habe. So, ich bin jetzt zu Hause und jetzt gibt es einen Salat mit Tofu. Und ja, das sieht schon sehr lecker aus und ein bisschen Zitronenwasser. Und da kommt noch ein bisschen körniger Frischkäse hoch und danach esse ich vielleicht noch einen Quark oder einen Joghurt. Mal sehen. So Leute, ja, das war mein Abendessen und ja, jetzt ist der Tag eigentlich schon vorbei. Jetzt ist es schon... Ja, wie spät ist es? Meine Uhr. Ach, naja. Ich glaube, kurz vor 7:30. Und ja, so sieht ein langweiliger Tag in meinem Leben aus. Wobei, ich habe viel erlebt. Also, wie gesagt, denkt an die Kinder, die verhungern. Ich fand das gut, was er gesagt hat, aber manche Sachen waren halt echt ein bisschen unnötig. Die habe ich aber nicht aufgenommen. Und ja, dann war's das. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr mehr Vlogs wollt. Dann mache ich mehr Vlogs. Und wenn nicht, dann mache ich keine Vlogs. Ja, dann denkt daran, ihr seid gut so wie ihr seid und schön so wie ihr seid. Und habt noch einen schönen Abend oder Tag, wie auch immer. Und macht's gut. Tschüss.